Fotofreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Wort zum Sonntag im Monat November. Ihr seht, ordentlich Farben, aber auch ordentlich Regen. Ganz wichtig, bis zum Ende dranbleiben. Das Warten lohnt sich. Wir haben viele tolle Themen dabei. Viele vielleicht kurze Themen. Und natürlich, ihr wartet drauf, habe ich gehört, den Aufreger der Woche. Mein Aufreger des Monats. Und der kommt. Bleibt also gespannt. Bevor es mit dem ersten Thema losgeht, ich hatte schon mal in dem Word zum Sonntag einen Gastbeitrag. Das heißt, falls irgendeiner auch seinen persönlichen Aufreger der Woche hat, Aufreger des Monats, keine Ahnung, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich will nicht sagen, ich nehme da jeden Beitrag rein. Ich gucke mir das natürlich inhaltlich an. Man könnte jetzt sagen, wird redaktionell geprüft. Ne? Das ist dann natürlich auch nicht meine Meinung, die hier vertreten wird, aber ich gucke halt, ob die Form gewahrt ist. Also wer Bock hat, einfach schreiben, der kann dann mache ich euch die Vorgaben, wie ich das dann einarbeite. Kann ja sein, vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch mal den Aufreger der Woche. So, steigen wir mal ein. Thema 1. Ja, ganz klar. Die neue Sony Alpha 9 III. Und ja, da ploppt natürlich am Vorstellungstag, ich glaube, das war der Mittwoch letzte Woche oder was, schon der Dienstag, 5 Milliarden Videos auf zu dem Thema. Aber natürlich, soweit ich weiß, die ich gesehen habe, hat keiner dieses Gerät schon richtig in Händen gehabt. Vielleicht ein paar Amis, da habe ich jetzt aber nicht alle Videos geguckt, sondern es waren, ich sag mal, Reaktionen auf Specs. Man hat ganz viele Geschichten gelesen. Darauf hat die Welt gewartet. Game Changer, das ändert alles. Und Fotografie wird neu definiert, also schon so reißerische Geschichten. Es führte dazu, dass der ein oder andere YouTuber, ich konnte da nicht mehr zuhören, weil die Stimme sich fast in wie heißt denn das, Facettgesang glich. Also das war so eine hohe Oktave vor Freude, wo ich einfach sage, boah, also toll. Also, oder andersrum formuliert. Ich bin bekennender Nikon-Jünger, aber Markenbashing mögen wir nicht, weil ich bin auch Sony-Jünger. Ich hatte meine RV100 Mark V, ich habe mittlerweile meine zweite oder dritte ZV1, ich hatte mal die ZVE10, also ist ja jetzt nicht so, dass ich mit Sony gar nichts an der Brause hätte, aber was ich damit sagen will, ich will das, was Sony da rausgebracht hat, gar nicht schmälern, einfach mal meine Einschätzung zum Besten geben, was ich darüber denke. Und ich behaupte jetzt auch mal steif und fest, auch wenn mein Hauptsystem Sony wäre, würde ich, glaube ich, auch so darüber denken. Mich hat die ein oder andere überschwängliche Reaktion gewundert. Aber ich bleibe dabei, wer bin ich schon? Jeder Mensch kann ja Dinge anders einschätzen. An dieser Stelle sei mir ein Hinweis auf das Video von Stefan Wiesner erlaubt. Das hat mir sehr gut gefallen. Er hat das nämlich sehr, sehr nüchtern betrachtet und hat gesagt, dieser Ball, der da so hoch geschossen wird, den hole ich erstmal wieder runter. Also da gerne auch nochmal beim Stefan auf den Kanal gehen. Ich habe mir die Specs, ich war auch sehr gespannt, was Sony da raushaut. Und ich würde das jetzt in zwei Faktoren mal unterteilen. In dem, was es mit mir macht, was die Specs mit mir machen, für wie wichtig die halte. Und auf der anderen Seite, was Sony da ingeniert hat. Fangen wir mit dem Positiven an. Also ich halte das für ein technische Husarenstück, für eine tolle Leistung. Als erster Hersteller. Wenn dem dann so ist, da komme ich gleich am Ende nochmal von diesem Kapitel dazu, diesen Global Shutter rauszuhauen. Also für alle, die da jetzt noch nicht in dem Thema sind, normalerweise werden unsere Sensoren nach verschiedensten Auslesefahren ausgelesen, Zeile für Zeile, eben nacheinander und eben nicht zeitgleich. Und der Global Shutter wird eben global ausgelesen. Das heißt, der ganze Sensor wird auf einmal ausgelesen. Was technisch so noch nicht da gewesen ist, bringt Vorteile mit sich.
Und ich sag mal, das als erster auf den Markt zu werfen, da glaube ich, gehört es richtig. Also Sony, da kann man, glaube ich, braucht man nicht drüber streiten, die sind in vielen Sachen ja einfach Vorreiter. Und das ist Innovation und die sind jetzt die ersten, Stand heute, die es auf den Markt gehauen haben. So, das ist jetzt, würde ich erstmal positiv sehen. So, die Hardcore-Werbeversprechen sind 120 FPS, RAW 14-Bit pro Sekunde. Nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, was die Z8 macht, 20 pro Sekunde. Also, unglaubliche Leistung, unglaubliche Performance. 24 Megapixel jedoch nur. Angeblich soll es eine Funktion geben, dass wenn du 120 Bilder pro Sekunde machst, damit du nicht so viel auswählen musst, die KI den besten Frame dieser Serie schon für dich ermittelt. Also du kannst die anderen alle dann in eine Tonne hauen. Oder du kannst halt auch wohl die Serienbildgeschwindigkeit mit einer Funktionstaste verändern. Und das ist ja, glaube ich, so wirklich dieses Killer-Feature, weil wir wissen ja, dass bei elektronischen Verschlüssen begrenzt uns dann, ja, die begrenzte Auslösegeschwindigkeit hat dann mögliche Nebeneffekte in der Technik, führt das nach sich, also der viel bemühte Rolling Shutter. Beim Fotografieren kann es halt bei schnellen Bewegungen sein, dass ein Objekt, was vielleicht gerade ist, irgendwie schief dargestellt wird. Was weiß ich, stellt euch einen Baseballspieler vor, der da jetzt einen schönen Abschlag macht, dann kann es schon mal sein, dass der Schläger krumm ist, weil einfach die Pixel, wo der dargestellt wird, nicht zeitgleich ausgelesen werden. Auch beim Filmen, bei Schwenks ist das so ein Problem, wo der Rolling Shutter dann, ja, ich glaube, im Filmmaterial merkt man dann eher so Ruckler. Möglicherweise auch so Zeilensprünge, Zeilenversatz. Also das hat man natürlich beim Global Shutter nicht. Es wären Belichtungszeiten möglich. Normalerweise ist ja jetzt bei, ich glaube, Z8 bei einer 8000stel, Z9 weiß ich nicht, Schluss. Vorher war, glaube ich, immer bei 4000 Schluss. Blitzsynchronzeiten sind nicht mehr das Problem. Man kann, ich glaube, bis 32.000, 64.000 verspricht die A9 da. Alles geil, auf dem Papier. Interessanterweise, und da weiß ich, hat früher Sony im Marketing mehr drauf gehauen, was so Dynamikumfang angeht und so. Und da habe ich jetzt in meiner Recherche erstmal wenig gefunden. Wie gut denn der Prozessor, der den Rolling Shutter, ach, der den Global Shutter kann, ja, was, wie sieht es denn da dynamisch aus? Das wäre jetzt ja auch nicht uninteressant, ne? Auch vielleicht was so ISO-Rauschen angeht. Gut, sind nur 24 Millionen Pixel, da ist der Pixel-Pitch natürlich dafür optimiert. Aber da hat man sich seitens Sony zurückgehalten. Ich habe mir ein paar Videos jetzt angeguckt. Ja, wie immer nett präsentiert, gar keine Frage. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich für mich mal konkludiere, wie wichtig mir die Kamera wäre, auch wäre ich Sony-Jünger, gar nicht. Ich glaube, der Haupt- oder die Hauptzielgruppe dieser Kamera werden Sportfotografen sein, die dann schnell das allerbeste Foto haben müssen und auch unglaublich schnelle Bewegungen einfrieren müssen. Für meine Art der Fotografie ist das, was die Kamera kann, ja klar, man würde gerne mal ausprobieren, aber also ich will nicht sagen langweilt mich, aber ich brauche es nicht. Also die Performance, die meine Z8, Z9 machen, auf jeder andere Hersteller hat da auch hier andere Flaggschiffe. Ich glaube, ich kratze da nur dran. So in der Tiefe bin ich gar nicht unterwegs. Und wenn ich Serienbildaufnahmen mache, gehe ich auf 10 Bilder pro Sekunde. Ich stelle die 20 noch nicht mal ein. Warum mache ich das nicht? Na, A, weil ich glaube, durchweg bei 10 auch einmal noch eine gute Mittel habe, zwischen wie viele Bilder habe ich gemacht und muss mir nachher angucken. Also ich sitze jetzt gerade an den West Coast Diaries dran. Ich bin mit 5.900 Fotos zurückgekommen und das Ende August. Wir haben jetzt November. Ich habe es jetzt erstmal geschafft. Ich habe wirklich heute Morgen es geschafft, die Bilder komplett alle durchzuskippen und auszusortieren. Ich glaube, jetzt sind wir bei 2.500. Also mehr als die Hälfte habe ich rausgeschmissen. Und das hat natürlich gedauert, weil ich immense Serien bei Tieren gemacht habe. Man kann sich das dann ja wohl als Video angucken. Aber auch da dann manuell das beste Bild zu identifizieren, halte ich für ambitioniert. Also, und auch wenn die KI mir, ich weiß gar nicht, ob das sich so bestätigt oder ob das erstmal nur so ein Gerücht war, selbst wenn die KI mir das beste Bild raussucht, das ist immer nur eine KI-Vermutung. Das heißt nicht, dass ich als Fotograf auch
das am besten finde. Weil mir geht es vielleicht auch nochmal rum, guckt das Tier ins offene Bild rein, ist das Bild vielleicht schon ein bisschen gedrittelt. Und ich behaupte, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, wenn es eine KI gibt, die bei dieser Serienbildfunktion den besten Frame raussucht, da wird die KI bestimmt nicht das Composing des Bildes, wie das Bild komponiert wurde, beurteilen. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da eher nur nach rein, weiß ich nicht, Schärfe-Gesichtspunkten analysiert wird. Aber das ist eine Mutmaßung. Also will sagen, ich brauche die Leistung nicht. 24 Megapixel reichen in vielen Anwendungen aus. In Wildlife ist meine Erfahrung, reicht es nicht aus. Weil man kommt nicht an die Tiere ran. Und jetzt gerade bei den West Coast Diaries habe ich auch wieder gesehen, wenn Feuchtigkeit in der Luft ist oder Hitze, dann kann der Fokus noch so präzise sein. Du hast einen unscharfen Bildeindruck aufgrund der Feuchtigkeit, die in der Luft flimmert. Das ist so. Was nutzt mir, wenn die dann 120 Mal dann fotografiert? Also das heißt, da kroppe ich doch dann lieber rein, wenn ich nicht nah genug rankomme. Oder andersrum, ich will meine Brennweite gar nicht verlängern, weil dann würde ich ja diesen Effekt, den ich gerade beschrieben habe, noch verstärken. Also mir wären die 24 Millionen Pixel für Wildlife zu wenig, was den Crop angeht. Rolling Shutter, Belichtungszeit. Belichtungszeittechnisch kann ich sagen, ich habe keine Situation, wo ich mit einer 8000stel nicht hinkommen würde. Oder lass es nur eine 4000stel sein, die Z8 und Z9 macht, das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Habe ich nicht. In meinem Foto-Universum gibt es das nicht. Und Rolling Shutter hatte ich persönlich beim Fotografieren bisher noch nie. Und beim Film auch noch nie, weil ich mache keine Schwenks. Also auch dieses Feature ist für mich obsolet. Ja, über Preise kann man streiten. Aber ich glaube, mittlerweile ist es klar, in Deutschland werden wir aus 6.000 Dollar wurden 6.999 Euro gemacht. Diese Umrechnerei habe ich noch nie verstanden, weil so weit ist der Dollar und der Euro nicht auseinander. Aber auch da, wer bin ich schon, ne? Also ich finde das, neben dem Engineering finde ich die Kamera für meine Belange komplett langweilig. So, und jetzt habe ich am Anfang was angedeutet. Ich habe nur so mal ein bisschen recherchiert. Und aus einer nicht genannten Quelle habe ich gehört, dass jetzt diese Präsentation von Sony für Sony-Verhältnisse relativ hoppla hopp gegangen ist. Und es war ja unlängst eine Veranstaltung, dass die auch erstmal nur unter der Überschrift Vorstellung des 300 2.8ers in dieser kleinen leichten Bauweise gelaufen ist. In der Vergangenheit fand ich, waren die Sony-Präsentationen, ach, wie formuliere ich das jetzt, gefühlt organisierter und nicht so strubbelig. Und ich habe auch gehört, ich weiß nicht, korrigiert mich da bitte, gibt es die Z9 schon irgendwo? Und ich habe auch gehört, dass möglicherweise Canon nächstes Jahr auch irgendwas in die Richtung bringen möchte. Jetzt natürlich ein Schelm, wer Böses denkt, ne? Ich sag mal, wie formuliere ich das jetzt? Wertneutral. Man steht natürlich in der Öffentlichkeit erstmal besser da. Was bleibt in Erinnerung? Wer war der Erste, der es rausgebracht hat? Sony. Auch wenn im November und im Dezember die Kamera noch gar nicht lieferbar ist. Und dann vielleicht erst im nächsten Jahr. Da habe ich wirklich so ein bisschen drüber nachgegrübelt. Keine Ahnung. Bin mal gespannt, ob das dann wirklich so eintritt, was ich da recherchieren konnte. Naja, soll auch genug der Worte sein. Ich sehe ja schon, 15 Minuten zu einem Thema, aber das plöppt ja auch überall auf. Deswegen dachte ich, ein gutes Wort zum Sonntag muss dieses Thema auch mal aufgreifen. Es gibt einen ganz interessanten Speicherkartentest, der wurde mit der Z8 gemacht, welches denn die performantesten Speicherkarten für die Z8 sind. Auf Platz 1 Lexa, direkt die ersten beiden Plätze, 3 und 4 teilt sich die Firma ProGrade und 4 und 5 bzw. 5 und 6 in diesem Test ging an die Firma Delkin. Allerdings sind das alles Karten im Bereich von größeren Datenmengen. Wer da vielleicht noch auf der Suche ist, ich verlinke euch mal diese Testcharts auch in den Shownotes. Vielleicht möchte der eine oder andere ja noch zuschlagen. Nikon hat vor kurzer Zeit das 135mm 1.8 mit dem Zusatz Planar vorgestellt. Eine sehr spannende Linse, auch gerade was den Preis angeht. Aber da ich ja unlängst meinen Sigma Art verkauft hatte, war es für mich jetzt nicht so spannend. Die gute Nachricht ist für all die, die das Planar gerne haben möchten,
Es ist aktuell in Stock. Also ihr könnt es bestellen und es sind Stückzahlen vorhanden. Also nicht so eine Baustelle wie bei der einen oder anderen Linse der Firma Nikon, wo man dann schon mal ein bisschen länger drauf gewartet hat, trotz ja, Release des Objektivs. Noch ein kleiner Hinweis für die, die an der Planar-Linse interessiert sind. Matt Granger hat unlängst ein Video gemacht, wo man sich, ja, ein interessantes Video, King of Bokeh hat er es genannt. Er hat das 85er 1.2 von Nikon, Z-Mount mit dem 105er, F-Mount, beide Blende, nee, nicht beide. 85er hat hier eine Offenblende 1.2 und das 105er eine 1.4, was ich auch immer noch besitze, seitdem ich das 2.8, seitdem ich das 85er habe, aber weniger benutze. Aber es war über lange Jahre meine absolute Lieblingsporträtlinse. Vielleicht, ja, ich bin jetzt so ein bisschen unschlüssig, was ich damit mache, gegen das 135 Planar in Sachen Bokeh antreten lassen. Und ich verlinke euch das Video mal, da kann man sich die RAWs der verschiedenen Objektive runterladen, um sich selbst mal einen Vergleich zu bilden. Ich selber habe es Stand jetzt noch nicht gemacht, werde es aber auf jeden Fall machen. Deswegen kann ich euch jetzt meine Einschätzung zu diesem Thema, welches der drei Linsen das schönste oder beste oder tollste Bokeh hat, dazu liefern. Es gibt Gerüchte, dass die Z9 bald auf den Mond fliegt. Und zwar heißt, es gibt es eine Mondmission, Artemis 3 heißt die. Und es sind im Internet Bilder aufgetaucht, wo die Z8, wo man vermutet, dass es eine Z9 ist, die da getestet wird, ja, unter schwierigen Bedingungen, zum Beispiel für den Mond. Man kann das nicht ganz genau sehen, die ist wie in so einem weißen Lätzchen, um irgendwie die Kamera gegen Außeneinflüsse, gegen Strahlung, keine Ahnung, wogegen noch zu schützen. Und man meint anhand der Bauform des Objektivs zu erkennen, dass der Test mit einem Nikon 40mm F2 durchgeführt wird. Ja, ich bin jetzt kein Astronaut, aber das fände ich ja spannend, ne? Wenn wirklich mal so eine Mondmission da irgendwie nochmal zustande kommt und man sich seitens der NASA da auf die Z9 entscheiden würde, das spricht ja vielleicht dafür, dass Nikon möglicherweise nicht die schlechtesten Kameras baut. Der ein oder andere hat ja haptisch mit seiner Kamera so Probleme und baut sich da gerne ein L-Mount dran, ein Bracket dran, irgendwas, um halt besseren Grip zu haben. Manche machen es aber auch nur aus Stylegründen. Es gibt die Firma Plias mit IERS. Ich verlinke euch mal den eBay-Shop. Die haben relativ stylische Griffe aus Holz. Ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht ermitteln, ob es jetzt eine Holzimitation ist oder ob da echt Holz verbaut ist. Letzteres wäre natürlich die schönere Variante. Und das macht natürlich, ich sag mal, gerade vielleicht an der ZF, die habe ich gefunden, an der ZFC habe ich gefunden, boah, ganz schlanken Fuß, ne? Wenn man dann so eine stylische Retro-Kamera bedient und dann auch noch so einen fetten Holzgriff da dran hat. Packe ich euch auch mal in die Shownotes. Dem einen oder anderen wird es gefallen. Ich finde es ehrlich gesagt jetzt auch nicht so schlecht, aber ich komme eigentlich mit dem Anpack meiner Kameras ganz gut zurecht, dass ich da jetzt nicht unbedingt die Verdrückung habe, da noch, ja, noch wieder mehr dran zu bauen. Für alle die von euch, die Wildrox-Linsen am Z-Mount betreiben, es gibt so ein paar Updates an Firmware. Wer es noch nicht gemacht hat oder vielleicht auch gar nicht weiß, eure Wildrox-Linsen haben am Bajonett eine USB-C-Schnittstelle, wo ihr die Firmware updaten könnt. Und zwar für das 23mm 1.4, für das 33mm 1.4, für das 56mm 1.4 und für das 85mm 1.4 ist unlängst auf der Wildrox-Seite neues Firmware-Upgrade erschienen. Ja. Würde ich auf jeden Fall mal installieren, weil je nach Kameramodell kann es sein, dass die Linse dann erstmal nicht erkannt wird, wenn die neue Firmware noch nicht drauf ist. Ja, Tamron baut ja jetzt mittlerweile auch Linsen für den Z-Mount. Und eine Linse, die ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr spannend finde und gerne auch nochmal testen möchte, was möglicherweise im Dezember auch passiert, ist die Telelinse 150 bis 500. Blende 5 bis 6,7 abgeblendet, am langen Ende bei 500. Ja, das ist natürlich jetzt schon weniger Licht, aber ich glaube, für Nikon Z ist der Preis um die 1.400 Euro. Und da würde ich mal sagen,
150 bis 500 abzudecken in dem Preissegment, fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Ja, es gab ja diese eine Geschichte von TT Artisan, ne, die 500 mm, aber ohne Autofokus, deswegen das lasse ich mal außen vor. Also auf jeden Fall in dem Preissegment, wo die angeboten wird, ist das eine spannende Sache. Ich habe aktuell einen neuen Kontakt zu Tamron und ich will nicht zu viel versprechen, aber die Chancen stehen ganz gut, dass ich das zu Testzwecken von Tamron zugeschickt bekomme. Und da habe ich mir mal den Dezember überlegt, da habe ich so ein bisschen Luft, dass ich da mal für euch so einen kleinen Test mit dem 150-500er machen kann. Ich glaube, ich habe so ein paar Tele-Linsen-Vergleiche aufgrund meiner Wildlife-Vita, so möchte ich es mal sagen. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich steht eh noch aus, ich möchte gerne mal die Vogelsoftware, also die Vogelerkennung in der Z9 testen. Möglicherweise, warum nicht, auch mit diesem Objektiv. Dann habe ich jetzt hier noch einen kleinen, ja, eine kleine Bekundung in eigener Sache. Ungefähr seit einem knappen Jahr bin ich ja mit meinem zweiten Scooter, dem SoFlow S04 Pro, in der Welt unterwegs. Und ich lasse auf diesen Scooter auch nichts kommen. Der ist großartig, gerade was die Power angeht, wenn es auch mal Berge hochgeht, um etwas dickeren Menschen wie mich mit Fotoequipment da hochzubringen. Jetzt ist es so, dass ich möglicherweise ein neues Modell der Firma SoFlow mir anlegen möchte und ich den SoFlow S04 Pro abgebe. Also, wer von euch Fotofreunde Interesse an einem, ich sag mal, gut eingefahrenen Scooter hat, also da jetzt nochmal Spaß beiseite, ich habe an dem Ding nichts zu makeln. Das ist einfach großartig, was die Performance, was die Bedienbarkeit angeht. Der hat jetzt 220 Kilometer runter, stand gestern. Ja, gerne Kontakt aufnehmen. In den nächsten Wochen werde ich mich höchstwahrscheinlich, wenn ich den Nachfolger, den ich haben will, bekommen kann, mich davon trennen. Haftpflichtversicherung ist übrigens auch dabei, weil die ist ja gerätegebunden. Also da bin ich glaube, ich habe das Ding beim ADAC versichert. Ja. Was immer noch da ist, das scheint ein Ladenhüter zu werden, der Zweifachkonverter für den F-Mount. Geil, hier wo ich sitze, fliegt jetzt da, ich weiß nicht, ob es man sieht, tja. Ich glaube, ein kleiner Bussard ist ja durchgeflogen und guckte doof runter und sagt, was sieht denn der Spassemacke, was sitzt der denn da unten in der Botanik? Und mein Stiefel kippt mir jetzt hier auch langsam weg, weil ich so ein bisschen asymmetrischer drauf sitze. Ja, also zweifach Telekonverter für den F-Mount, kaum benutzt. Der soll nicht im Regal stehen, dafür ist das Ding einfach zu schade. So, an dieser Stelle noch ein kleiner Nachtrag zum Osmo Pocket 3, der mich jetzt auch gerade filmt. Ich habe ihn jetzt ein bisschen öfter benutzt und ich kann euch berichten, es gibt keine Hardware in meinem Kosmos bisher, die mich innerlich so zerreißt. Von das ist einfach geil bis, boah, ich gebe den zurück. Also ich hatte einen Tag so 3 Stunden, da war ich kurz davor, dass ich sage, ich behalte den nicht. An dieser Stelle liebe Grüße an den Dukebox, den Olli Utesch, mit dem habe ich lange telefoniert. Er hat mich ordentlich abbeleidigt, macht da ab und zu schon mal. Was hat er gesagt? Er will meine Z30 in die Alster schmeißen. Die verwackelte Scheiße, das kann man nicht sehen und die ZV1 da hinterher. Olli, habe ich dich da so richtig wiedergeben? Hätte ich nicht sagen sollen? Doch, hätte ich. Aber das ist Spaß unter uns YouTubern, also sorgt euch da mal nicht. Er wollte mir zum Ausdruck bringen, ich soll den Pocket auf jeden Fall nicht abgeben, weil er da sehr, sehr, sehr von begeistert ist. Ja, habe ich mal sacken lassen und ich nehme ja auch Leere an. Und ich habe den noch. Also, der filmt mich jetzt gerade im Auto. Da muss ich jetzt auch mal sehen, wieso die Tongeschichte ist. Vom Pegel ist jetzt schon ganz schön laut. Ich habe jetzt hier das Ansteckmikrofon dran. Problem ist die Verbauung im Auto. Ich nutze ja gerne auch in Womo-Fahrten einfach die Zeit, um ein bisschen, ja, Content zu generieren, gerade so Gedanken, die mir durch den Kopf fliegen. Ja, weil das zöllige Gewinde unten dran ist mit der Verlängerung, muss ich den jetzt, wie ihr hier seht, schon sehr, sehr schräg verbauen. Aber durch den Gimbal holt er sich natürlich wieder den Horizont. Ja, Belichtung sitzt auch. Ist für den Anwendungsfall ist natürlich eine Kamera, die quer baut und nicht hoch, ein bisschen einfacher.
eine Sache, die mich jetzt aber auch wirklich gekickt hat, ich weiß nicht, korrigiert mich da, gibt es auf YouTube einen Tracking-Reichweite-Test schon? Mich hat mal interessiert, weil der Bildschirm ja schon relativ klein ist und auch dann einfach ja, meine Kopferkennung, wie lange hält der mich denn überhaupt? Und ich blende euch an dieser Stelle meinen Test ein, den ich gemacht habe. Also ich habe das mal mit meinen genormten Beinen abgeschritten. Ich war sehr überrascht. So, jetzt können wir direkt mal Lowlight wieder testen. Ich bin jetzt hier im Tunnel. Ja, was soll ich euch sagen? Das macht die Technik ganz fein. Der hält meinen Kopf. Gut, ich bewege mich jetzt aber auch nicht. Jetzt bewege ich mich mal. Ja, ich sag mal, durch die schräge... Oh doch, nee, er folgt mir noch. Also, was ich damit sagen will, was würdet ihr schätzen? Wie weit trackt er euch, wenn ihr euch selber filmt? Ich war überrascht. Ich würde mal sagen, knapp 20 Meter. Also, deutlich weiter, als ich das erwartet hätte. Und das finde ich eine ganz beachtliche Leistung. Jetzt müsste man natürlich sehen, wie gut das Ganze läuft, wenn man einen unruhigeren Hintergrund hat. Aber ich hätte wirklich mit 1-2 Metern erstmal gerechnet. Also, da muss ich sagen, Respekt, Hut ab vor diesem kleinen Gerät. Jetzt kommt wieder das Aber. Eine Sache, die mich jetzt auch umtreibt und wo ich überlegt hatte, naja, das Ganze vielleicht doch nicht zu behalten, ist der Ton. Hier drüber kann man arbeiten, kann man super gut arbeiten. Es ist sehr handy, weil er verbindet sich einfach da. Einmal habe ich Verbindungsprobleme gehabt, dann musste ich beides nochmal ausmachen, aber in der Regel an und der Ton wird abgegriffen und ich habe hier die Bildkontrolle drin. Aber was mache ich, wenn ich hole ja gerne in meinen Geschichten, in meinen Diaries, andere Leute mit ins Boot, mit denen ich mich unterhalte. Ja, dann hast du bei einem Ansteckmikro das Problem. Ich müsste immer meine Heldenbrust demjenigen dann an der Nase halten. Das ist nicht so ganz, weiß ich nicht, ungelenk. Ja, dann kam die schlaue Info, ja, dann musst du ein Mikrofon mit zwei Empfängern dran machen. Ja, und was ist, wenn die dritte Person dazu kommt? Dann muss ich einen dritten Empfänger dran machen, beziehungsweise einen Sender dran machen. Ja, einen Shotgun dran bauen. Ja, dann baut das kleine Ding aber wieder auf. Also da bin ich nicht glücklich mit. Ich werde jetzt mal probieren, den GoPro-Hack, den ich gemacht habe, mit Windpüscheln. Der Osmo hat drei Mikrofone und da werde ich mal versuchen zu bepüscheln. Weil wenn die auch halten und Wind wegfriemeln, dann könnte das für mich eine patente Lösung sein, auch wenn das ein bisschen, naja, interessant aussieht mit diesen drei Püscheln. So viel nochmal eben der Zwischenstand. Boah, ich bin heute Stunt. Ich weiß nicht, warum ich so vornehm spreche. Das ist zumindest mal der Zwischenstand, was meine Hassliebe zum Pocket 3 angeht. Eine Sache habe ich noch vergessen beim Pocket. Ich habe manche Videos im Internet gesehen, da wird behauptet, dass da ein Mistfilter werkseitig beiliegt. Also entweder bin ich zu doof, meine Packung aufzumachen, aber ich behaupte mal ganz frech, nee, die Weitwinkellinse, die ich jetzt noch nicht mal getestet habe, die liegt bei, aber ein Mistfilter liegt nicht bei. Es gibt zwar eine Aussparung in der Halterung, wo man Filter reinmachen kann, aber Mistfilter, Fehlanzeige. So, und jetzt kommen wir mal dazu, wo vielleicht ganz viele von euch, manche gucken, ich habe mir sagen lassen, manche von euch gucken das Wort zum Sonntag nur wegen dem Aufreger des Wochen und des Monats. Stellt euch mal Folgendes vor. Ihr seid langjähriger Kunde einer Versicherung. Ihr habt da auch nicht ein, zwei, ach, ihr habt da 10 Verträge bei dieser Versicherung. Schon jahrelang. Unter anderem eine Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutzversicherung. Dann erhaltet ihr eine Nachricht von dieser Versicherung und die schreibt euch, sehr geehrter Herr Helmich, aufgrund von Umständen sehen wir uns nicht mehr in der Lage, Ihnen einen Versicherungsschutz und für die teilweise nicht berufliche Nutzung oder für die teilweise Benutzung im Nebengewerbe, also so eine ganz merkwürdige Formulierung, sehen wir uns nicht mehr in der Lage, Ihnen weiterhin einen Versicherungsschutz anzubieten. Zum 31.09. des Jahres 2023 kündigen wir Ihnen den Versicherungsvertrag. Ah, dann habe ich erstmal Fragezeichen gehabt, ob dieser Formulierung, ich habe sie jetzt nur sinngemäß wiedergegeben, aufgrund einer teilweise zumindest nebengewerblichen Nutzung, irgendwie sowas. Ja, was macht man, wenn man nicht versteht, was die Versicherung von einem will? Man schreibt eine Nachricht und bittet um Rückruf, dass halt diese Worthülsen, so nenne ich sie mal, einem erklärt werden als Nicht-Versicherungssprachen-Genie wie ich. Als nach einem Monat keine Antwort, trotz Eingangsbestätigung der Nachfrage seitens des Systems kam,
ja, habe ich nochmal versucht. Also ich habe insgesamt diese Mail dreimal geschrieben. Es kam einfach keine Antwort. Also mir hat einfach niemand erklärt, was denn diese aneinandergereihten Worthülsen, was sie denn wirklich für mich bedeuten. Ich hatte dann schon so eine Idee. Da ich Vielfahrer bin, viel mit dem Auto unterwegs bin, muss ich gestehen, werde ich das ein oder andere Mal auch geblitzt. Nicht, weil ich inflationär zu schnell bin, sondern weil es an Stellen passiert, aber da kann man jetzt auch wieder geteilter Meinung drüber sein, wo Verkehrsüberwachung für mich nur einen Grund hat, nicht Unfallschwerpunkte oder Unfälle zu minimieren, sondern um Geld zu machen, damit die Kassen der Kommunen gefüllt werden. Ja, und über die Jahre, also ich rede jetzt nicht von mehrfach jährlich, sondern ich sag mal vielleicht alle 2 bis 3 Jahre einmal, habe ich gedacht, das nehme ich jetzt einfach nicht so hin, sondern ich habe hier eine Rechtsschutzversicherung, schalte mal einen Anwalt ein, der sich ja mit auskennt, um möglicherweise einen Verfahrensfehler zu finden. Manchmal sind solche Geräte ja nicht geeicht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es auch mal die Versicherung 12 Jahre gehabt. In der Zeit habe ich sie, würde ich mal sagen, 4 bis 5 Mal in 12 Jahren in Anspruch genommen. Es kam aber auch in keinem Fall zu Gerichtsgeschichten. Also es war eigentlich nur Schreibarbeit von Anwälten. Mehr ist da nicht passiert. Somit denke ich, sind da auch keine horrenden Kosten für die Versicherung, die das dann übernehmen muss, entstanden. Ich vermute mal, dass das der Grund ist, dass sie mich gekickt haben. Soweit finde ich das alles in Ordnung. Das Problem ist ja, wenn euch eine Versicherung kündigt, habt ihr von Seite einen Makel als Versicherungsnehmer. Und die Versicherungen sind ja alle vernetzt untereinander. Ich bin weiterhin Vielfahrer. Ich habe weiterhin Eigentum. Ja, und als Privatmensch bin ich auch unterwegs, wo mich der eine oder andere Rechtsstreit ereilen könnte. Ich habe jetzt versucht, bei 2 weiteren Versicherungen einen Vertrag zu kriegen. Das wurde natürlich abgelehnt, weil ich pflichtgemäß angegeben habe. Ich habe keine. Ich hatte in der letzten Zeit mal einen Schadensfall. Klar, ich will ja nicht lügen. Also, im Umkehrschluss bedeutet das, versichere dich, damit du für den Worst Case abgesichert bist. Aber nimm bloß nicht mehr als einmal eine Versicherung in Anspruch, weil dann wirst du gekündigt und kannst gar keine Versicherung mehr kriegen, weil kein Versicherungsgeber dich mehr als Kunden will. Weil hier, da ist ja der Lichtbild-Erlist, der fährt immer zu schnell, andauernd, haben wir dem gesagt, und immer kommen da Kosten zustande. Dass möglicherweise eine Versicherungsbetrag dadurch dann erhöht wird, wenn der Versicherungsgeber das weiß, da könnte ich sogar mit leben. Aber dass man jetzt wie so ein Gebrandmarkter geteert und gefedert durchs Dorf getrieben wird und keine Versicherung, also es ist ja irgendwie auch so ein bisschen Betrug von meinem Empfinden. Ich bezahle für eine Leistung, die ich maximal 1 bis 2 Mal einfordern kann, aber dann nie wieder. Steht meistens so im Kleingedruckten, glaube ich, auch nicht drin. Ne? Finde ich moralisch auch irgendwie bedenklich. Zahl Geld, aber benutze die Dienstleistung, wofür du zahlst, bitte nicht so oft. Habe ich übrigens in anderen Fällen auch schon erlebt. Hausratversicherung und auch bei meiner Fotoversicherung. Also weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich damit umgehen will oder soll oder kann. Also an alle die da draußen, die dieses Wort zum Sonntag jetzt sehen, gerne berichtet mal eure Erfahrungen mit Versicherung. Also ich habe da auch noch ein paar mehr Geschichten. Wohnmobil und Schadensleistung, wie lange man auf sein Geld wartet, wie oft man nachhalten muss, bis mal gezahlt wird. Aber das soll nicht Thema sein. Gerne eure Geschichten zu. Man kriegt keine Versicherung mehr, weil man sie in Anspruch genommen hat. Aber in diesem Fall wieder Eigennutz, falls irgendjemand da draußen bei einer Versicherung tätig ist, der wird wahrscheinlich diese Regularien kennen. Habt ihr denn vielleicht einen Tipp für mich, was ich denn jetzt machen kann? Ich habe auch vorher, ich habe mal gelesen, man soll selber kündigen oder fragen, ob man selber kündigen darf. Dann bekommt man diesen angehafteten Makel nicht. Nö, ich durfte nicht selber kündigen, das war nicht zulässig, das wollte die Versicherung nicht. Damit sie mir sich mal so im Afterburner einen mitgeht, so bewerte ich das. Eigentlich müsste ich alle 10 Versicherungen, die ich da habe, kündigen, vielleicht sind sogar noch mehr, aber man ist natürlich zu faul, ne? Und ich bin natürlich auch nur ein kleiner Peanuts für die. Also ich weiß nicht, ob man die damit richtig treffen könnte. Also, liebe Fotofreunde und Versicherungsmakler, so sage ich jetzt mal, habt ihr einen Tipp für mich? Ich brauche eine Rechtsschutzversicherung, die privat, gewerblich, beruflich und Verkehr abdeckt. Wo ich eine Chance habe, trotz, dass meine letzte mich gekündigt hat, reinzukommen. Gerne in die Kommentare, würde mich total freuen. So. Das war der Aufreger des Monats November. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Dezember wieder ein Wort zum Sonntag kommt. Wenn es neue Themen gibt, spannende Themen, die möchte ich euch natürlich auch vielleicht dann im November noch mit auf den Weg geben. Aber für heute, schön, dass ihr dabei wart. Ja, ich sag mal, jetzt regnet es gerade wieder nicht. Ich hoffe mal, dass das Wetter jetzt noch ein bisschen bleibt, weil was soll man machen?
ihr wisst es. Geht raus, fotografieren. Danke. Danke fürs Zuschauen und tschüss.